So Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Lords of the Fallen. Und wir standen ja bereits vor einem fetten Boss, der mich gehörig das Fürchten lehrte. Nur leider habe ich ihn tatsächlich beim nächsten Versuch besiegen können. Ohne Mist, ey, ich bin hingegangen, habe ein bisschen gelabert, habe mich relaxed gegeben und da habe ich ein Blatt gemacht. Leider ist mir die Aufnahme abgekackt. Der Rechner ist abgeschmiert. Ich vermute mal, weil das Spiel einfach nicht so sauber programmiert ist. Und damit ist diese Datei hinüber. Sie ist relativ groß, sie ist 5 GB groß, ich habe ungefähr 25 Minuten noch gespielt, aber mit keinem Programm der Welt lässt sich diese Datei irgendwie wiederherstellen, ich krieg's nicht hin. Von daher müsst ihr es mir einfach glauben, ich habe mir den Bosskampf von einem anderen YouTuber entliehen, deswegen mache ich das einfach hier davor und dann schneide ich mich wieder rein, wo es dann wieder funktioniert hat. Tut mir echt leid, ich krieg's einfach nicht hin und ich werde das Spiel bestimmt nicht jetzt von vorn bis hinten nochmal bis zu dieser Stelle spielen, weil... Vielleicht mache ich das irgendwann nochmal. Es ist geil, aber nicht wegen dieses Bosskampfs. Und wer weiß, ob es nochmal abstürzt. Also, es tut mir wirklich leid, ich habe mein Bestes gegeben. Aber es geht danach gleich weiter. Was ist wohl danach passiert? Also, viel Spaß. So, da bin ich hoffentlich wieder zurück. Keine Ahnung, was gerade passiert ist. Irgendwie hat sich mein Rechner komplett verabschiedet oder der Strom war weg. Auf jeden Fall ist er dermaßen abgeschmiert. Ich habe keine Ahnung, wieso. Ich kann es nicht eruieren, was da passiert ist. Und ich hoffe, ich kann auch die ewige Aufnahme wiederherstellen, weil... Ach Gott. Es ist irgendwie gerade der Wurm drin hier mit meiner Technik. Und damit meine ich jetzt nicht nur die Computertechnik, auch so insgesamt im Haushalt. Ist gerade alles im Argen. Ja, Verschwörungstheoretiker hätten hier natürlich ihre Freude dran. Ich auch. Ich glaube wirklich auch. Irgendwas. Vielleicht war es auch der PS3-Controller. Deswegen habe ich jetzt einfach mal den PS4-Controller genommen. Keine Ahnung. Der wird es natürlich nicht sein. Ist natürlich totaler Blödsinn, dass der daran schuld ist. Und ich habe vor lauter Panik vergessen, was wir eigentlich machen wollen. Ich weiß es wirklich nicht. So, Finn Antanas und Kaslo in der Zitadelle des Klosters. Ich habe das Gefühl, wir müssen dann wieder zurück, ne? Kann das sein? Ach, lass das doch jetzt hier. Was mache ich überhaupt mit dir? Du gehst mir jetzt schon auf den Zeiger. Okay, das geht nicht auf. Ich glaube, ich muss wirklich wieder zurück, weil dir das Kloster... Oh Gott, wie ihr mir alle auf den Sack geht. Warum geht ihr mir alle nur so auf den Sack? So... Gut, das Springen geht trotzdem, auch wenn das hier irgendwie... Warte mal, ich habe auch geguckt, warum rollt er denn immer, wenn ich jetzt loslasse? Jetzt macht das nicht. Irgendwas mache ich falsch und ich kann nicht genau ergründen, was ich falsch mache. Da er es nicht immer macht. So, okay, wir rennen einfach mal wieder zurück. Wir müssen wieder ins Kloster, in die Zitadelle. Ich glaube, das ist der richtige Weg. Wenn jetzt hier hinten Schluss ist, dann doch nicht. Alter, wundervoll. Ich finde das immer so geil, dass die Gegner einen so extrem staggern. Nein, hier ist es nicht. Aber hier haben wir noch was gefunden. Geil. Man kann durch alles durchspringen, nicht durch diesen Busch. So, ein Magiesplitter. Ach, ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Ich weiß es nicht. Ich will doch nur hier weg. Hier rechts war es, glaube ich. Lass mich doch einfach in Frieden, ey. Ganz ehrlich, ich komme da vorbei, räume deinen Dreck weg. Und was machst du? Das Einzige, was du kannst, ist mir einer... Boah. Du aggressionsgeladenes kleines Fleischklößchen. Ich hoffe, du wirst irgendwann in der Hölle schmoren. Und dort würde ich dann wiederkommen und werde dir so den Arsch versohlen. Sag mal, ich habe doch jetzt irgendwie Fastroll. Ich habe das Gefühl, Fastroll bringt nicht so viel.
So, da sind immer noch diese Siegel davor. Der kann mich mal am Arsch lecken. Hier ist auf jeden Fall dieses komische Feuer aus. Das ist schon mal sehr viel wert. Und wir rennen jetzt einfach mal schnurstracks hier zurück zur Zitadelle. Speicher nochmal ab. Voll. Kriegen nochmal einen mit. Das gehört da. Das ist wirklich dieser eine kleine Arsch, ne? Wo ist er denn jetzt? Alter, geht der mir auf den Sack. Okay, wir gehen jetzt aber nochmal zum Schmied. Hast du vielleicht das hier gesucht? Nein, genau genommen hat es nach mir gesucht. Und ja, ne, genau, deswegen bringe ich's vorbei. Kann mir das helfen, durch die Dimensionen zu reisen? Nein, aber mir. Ich werde zugegen sein, wenn du meine Hilfe mit deinen Runen brauchst. Okay, keine Ahnung, was damit... Wir gucken einfach mal die große Rune an. Glücksrune. So, und jetzt haue ich hier in dieses Schwert was richtig Fettes nochmal rein. Was richtig Fettes. Großschwert. Wir machen höhere Glücksrune. Glück klingt kacke. Gewöhnliche Kraftrune. Physischer Schaden plus 3. Gift-Blockwiderstand. Magie-Blockwiderstand. Angriffsschaden. Das ist doch ganz geil, oder? Das ist doch ganz geil. Das hat ja wirklich nur positive Aspekte. Das nehme ich, glaube ich, hier. Niedrige Magierune. Die niedrige Magierune macht aber mehr als höhere Glücksrune. Ach, ich habe keine Ahnung, Mann. Ich habe keine Ahnung. Wir nehmen jetzt einfach das Ding hier rein. Zack. Ich danke dir. Jetzt ist er weg. Jetzt ist er einfach weg. Durchquere die Katakomben und suche nach der Zitadelle von Antanas. Ja, Zitadelle des Klosters. Das muss ja wirklich irgendwie wieder zurück. Wir müssen wieder zurückgehen. Das Portal ist weg. Das ist ja blöd. Och nee, da ist es. Ist aber ziemlich klein. So, sehr gut. Oh, ich dachte jetzt schon, das Portal weg. Und wie soll ich denn wieder zurückkommen aus der Scheiße? Da habe ich die Tore geschlossen und keiner hat mir gesagt, dass ich da nicht mehr zurückkomme. Hätte man sich eigentlich auch denken können, aber... Haben wir jetzt eigentlich... Doch, wir haben die Tore geschlossen. Ne, das war ja dieses komische Gewaber bei dem Boss. Ich hoffe, ich kann es euch zeigen. Wenn die Aufnahme hinüber ist, dann shit happens. Ist halt so. Steckst du nicht drin. Strom ist auf einmal weg. So. Jetzt sind wir... Ah, hier sind die Typen. Hab dich nicht so. Kann ich dir helfen? Dafür ist es zu spät. Hier ist wohl kein schlechter Platz zum Sterben. Hier ist ein guter Platz zum Sterben. Die Katakomben entkommen. Es gibt einen uralten Weg, der in den Keller der Zitadelle führt. Ich habe es nicht geschafft. Die anderen sind in die offene Wegpforte gesprungen. Ihr wart auf der anderen Seite? Warum? Ich habe den Ansturm der Roge aufgehalten. Ich habe alle Herrscher getötet. Ich habe alle Herrscher getötet. Es gibt also noch Hoffnung. Das müsst ihr Antanas melden. Vielleicht hört er dann auf mit diesen... Was? Geht durch... Katakomben. Antanas... werdet sehen. Und er ist von uns gegangen. Schweigesekunde und wir nehmen natürlich seine Gegenstände mit. Okay! Questgegenstand, menschliche Tätowierung. Mal ganz kurz gucken, was das bringt. Menschliche Tätowierung. Ein abgerissenes Stück Haut mit einer Tätowierung. Das Symbol steht für den Trupp der Klosterwache, der desertiert ist. Ja, damit kann ich wahrscheinlich zeigen, ey Leute, ich gehöre zu euch. Ich verstehe nicht ganz, warum das hier noch nicht aufgeht. Oh, na warte doch, Alter! Alloke. Oh, herrlich. So eine Genugtuung. Nee, das mach ich nochmal. Same procedure, same procedure. Double kill. Okay, das Schwert gefällt mir. Bis ich wieder vor einem Boss stehe und sterbe, dann gefällt es mir wieder nicht mehr. So. Yes, das können wir aber benutzen. Da gucken wir doch gleich mal rein. Vielleicht finden wir auf der anderen Seite nochmal eine geilere Waffe. Auch wenn ich die hier gerade noch mal ein bisschen aufgebumst habe. So, was ist das hier? Prüfungsstätte. Willkommen in der Prüfungsstätte. Hier musst du dich gegen mehrere gegnerische Angriffswellen behaupten, um deine Belohnung zu erhalten. Tritt in die Mitte der Arena, wenn du bereit bist. Geil! Ich
bereit. Let's get ready. Macht euch bereit. Hä? Ist da nicht gerade was runtergefallen? Alles klar. Zwei Dicke, es bleibt bei zwei Dicken, jawohl. Der Preis geht an die zwei Dicken. Nummer 1, platt und schnell weg. So, next one please. So, den kann man eigentlich ganz gut backstabben. Und zack. Ja, aber er lebt noch. Nee, bereitet euch auf die nächste Runde vor. Okay, I'm ready. So, wo kommen sie? Direkt eine reinbraten, bevor sie überhaupt die Arena betreten können. Kämpft. Okay, wir machen auf jeden Fall erstmal ihn hier platt. Geil. Ich kann leider noch nicht anvisieren. Sehr gut. Mann, lass mich doch mal ganz kurz in Ruhe. Alter. Maul. Oh ja. Bereitet euch für die nächste Runde vor. Alles klar. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir gefällt mein Gewand richtig gut. A, sieht es verdammt geil aus. Und B, bin ich ein bisschen schneller unterwegs. Habe ich zumindest das Gefühl. Der Eindruck kann natürlich auch täuschen. Oh, das ist ja blöd. Das ist wirklich ein bisschen sehr blöd, dass man die noch nicht am Anfang treffen kann. So, das letzte war schön. Wir machen erstmal den anderen da hinten platt. Der geht mir nämlich schon jetzt auf den Sack. Allein wie er aussieht. Weg! So. Warte. Warte. Alter, der geht mir... Oh, oh. Oh, oh. Okay. Einmal schön umtänzeln. Und dann bist du ready. Dauert echt so schnell und doch dauert so lange. Okay, aber wir haben ja noch eine Zweitwaffe. Komm. Alter! Du stinkendes Stück Ogergerocks. Keine Ahnung, wir heißen gar nicht Oger, ne? Aber so. Oh, bist du hässlich. Ich hau dir dein Ding weg. Aber vorher haust du mich. Scheiße, der kann mich immer gleich so schnell staggern. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das hier mit denen mache. Ich wollte eigentlich einen Angriff machen. Geil, voll daneben geübt. Okay, komm jetzt. Let's get ready. Ey, er ist so ein Arschloch, er ist so ein Riesenbastard und trotzdem ist er sauschnell. So, alte Taktik, bitteschön. Na, endlich! Also ich muss wirklich mehr mit diesen komischen Machtsachen hier machen. Ich muss mehr mit den Machtsachen machen. Das ist wirklich richtig nice. So. Hier kann ich wieder zurück. Und was ist das hier? Ich weiß leider nicht, was das ist. Aber es ist auch egal. Wir haben irgendeine goldene Kiste. Eine güldene Kiste hervorgebracht. So. Splitter, Splitter und Knochenarbeit, Rüstung. Knochenarbeit. Das war doch aber eher ein Ring, oder? Knochenarbeit, Rüstung. Die Gier ist ein mächtiges Gefühl, das nur einen kurzen Augenblick lang aufflammt. Diejenigen, die sich davon Hilfe versprechen, müssen sich der Folge gewahr sein. Keine Ahnung. Wirklich überhaupt keine Ahnung, was das bedeuten soll. So, wir speichern ab und ja, ich würde mal sagen, wir gehen eigentlich nochmal... Wir investieren mal wieder ein paar Level, ne? Ich mache auf jeden Fall... Ja, was mache ich eigentlich? So. Wir wollten sowieso die Ausdauer noch auf plus 15 bringen. Und dann würde ich die ersten Zauberpunkte mal investieren. So, das nehmen wir. Gebet Rage. Gebet Obdach. Wir wollen natürlich Rage. Rage. So, können wir doch mal ausprobieren, wenn ich jetzt Kreis drücke. Rage, Gebet, okay. Zauber ist bereit. Probier mal einfach mal aus, ich habe keine Ahnung, was das macht.
So, zurück darf ich wieder nicht. Doch. Das ist irgendwie so ein bisschen tricky, ne? Das ist ein bisschen buggy da. Diese Portale. Mal geht's da durchzugehen. Das hat man ja schon mal. Da wollte ich nämlich abhauen von den Feinden. Und ich konnte auf unerklärliche Art und Weise nicht durchtreten. So, aber sehr geil. Ich gucke nochmal ganz kurz hier zurück, ob dieses andere Portal... Scheiße, sind die natürlich da. Aber die sind natürlich kein Problem mehr. Ja, bei denen ist wirklich einfach nur das Timing wichtig, ne? Man muss einfach so früh schlagen. Ja, das ist leider immer noch nicht offen. Ich habe keine Ahnung, wieso. Wir gucken nochmal ganz kurz hier hin. Vielleicht ist hier noch... Ja, hier ist ein Gegner. Es könnte sein, dass ich den erst besiegen muss. Oh-oh. Ah, jetzt klappt das auch mit dem Umswitchen. So viel dazu. Es funktioniert immer mal. Okay. Heilen. Also das mit dem Umwählen klappt leider nicht so, wie ich mir das gerne vorstelle. Mal klappt es mit dem rechten Stick. Mal klappt es nicht. So, Freundchen. So, Diggerchen. Komm mal her. Komm, mach mal was. Clever. Sein Angriff zählt, ne? Meiner nicht. Vielleicht, weil er getroffen hat. Ah, fuck, dass man den nicht stackern kann. Ist das einfach der Boss, oder was? Das ist einfach der Boss. Der erste Boss kommt hier nochmal. Oh oh. Okay, die erste Phase haben wir damit schon. Das wird, er wird natürlich wieder der Tänzer, ne? So, komm. Wenn man es natürlich einmal weiß, wie es geht, ne? Da wollte der Boss nochmal so seine Reinkarnation feiern und das ging ja voll nach hinten los. Okay, dann gucken wir jetzt mal, ob wir dann doch mal diesen Stein hier benutzen können. Ich raff's nicht. Ich verstehe echt nicht, warum ich den nicht nutzen kann. Ich dachte irgendwie, wenn ich die Hauptgegner in dem Gebiet besiege. Klappt doch nicht so einfach. Okay, äußere Mauer. Was hatte der Typ gesagt? So, den kann ich den jetzt hier besiegen? Ich glaube, die Olle steht wieder auf, ne? Die Olle Schabracke. Die Tür wird von der anderen Seite. Shit. Ja, wir müssen irgendwo hin. Ja. Wenn die Combo halt nicht klappt, ne? Oh oh. Meine Güte. Och, da ist noch ein Digger oder was? Na klar, da ist noch ein Digger. Okay. Hier geht's nicht weiter. Wir könnten natürlich den Rage-Modus mal ausprobieren. Das mache ich jetzt mal. By the power of mighty steel. Ach, er heilt sich. Alles klar. Ach, er heilt alle, oder was? Er ist der Oberheiler. Sag mal, ich mache doch überhaupt nicht mehr Schaden. Das ist doch ein Witz. Das ist doch absoluter Fail hier. Ich habe doch jetzt... Habe ich mehr Schaden gemacht? Keine Ahnung. Ach, die steht auch wieder. Ey, ich hatte das Spiel wirklich... Ohne Mist, ich hatte es viel einfacher in Erinnerung. So, komm. 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 Oh, es ist aber trotzdem so eine Genugtuung, wenn man ihm das Schild wegprügelt. Dann einfach nochmal alles hinterher setzt. Und er mit seinem kleinen Schnetzelmesser seine blöde Combo macht. Ja, halt's Maul, du Ratte. So, es gibt natürlich noch die eine oder andere Tür, die wir noch nicht geöffnet haben. So zum Beispiel diese. Ach, es geht wieder nicht auf. Ja, wer eher schlägt, ist länger im Leben. So,
Hier drüben war ja auch noch so ein dicker Gegner. Den konnte ich einst nicht bezwingen. Ich hoffe, jetzt funktioniert's. Der Typ da. Lachhaft. Lachhaft. Ist immer so geil, wenn die sich in ihren Angriffen nochmal drehen können. So. Ich guck jetzt mal hier hinten hin. Ach so, okay. Alles klaro. Ich guck hier hinten hin. Es sollte eine Finte werden. So, was haben wir hier? Warum mache ich das bloß an? Die Tür wird dann nochmal gesperrt. Alles da. Wir halten fest, hier geht's nicht weiter. Aber wir haben damit viele Erkenntnisse erhalten. Wenn wir irgendwann hier hinkommen, sind sehr viele Gegner da. Lasst das doch. Lasst es doch einfach. Fragt euch doch mal, warum seid ihr so aggressiv? Und wenn man sich einmal diese Frage stellt, kann man auch vielleicht irgendwann diese ewige Wut in sich selbst bezwingen. Man muss sie eingestehen. So, kommen die jetzt eigentlich alle hier hinten? Ne, die kommen nicht mit. So, ich will das mit dem Rage-Modus jetzt mal ausprobieren. Ja, vielleicht ist Rage-Modus Stufe 1 auch einfach nicht so stark. Das kann natürlich auch sein. Ich weiß es nicht. So. Irgendwo. Ah, hier ist ein Zeichen. Habe ich das noch ausgewählt, diesen Questgegenstand? Hier. Das ist doch das Zeichen. Ja, finde Antanas irgendwas, das ist mir schon klar, aber wo? Warte mal, durchquere die Katakomben und suche in der Zitadelle nach Antanas. Muss ich echt, also ich habe ja irgendwie das Gefühl, wir sind ja irgendwie auch so ans Ende der eigentlichen Map angekommen. Da hinten ging es ja nicht mehr weiter. Die Tür wird von der anderen Seite blockiert. Das ist jetzt blöd, ich weiß echt nicht, wo es weitergeht. Die Zitadelle ist ja das, wo wir gerade drauf rumlatschen, ne? Das ist ja die Zitadelle. Waren da noch irgendwo Schlüssel? Oder noch irgendwo Türen, die wir erstmal nicht öffnen konnten? Das ist halt die Frage. Man muss halt treffen, ne? Aber wenn man dann trifft, dann ist einfach Schluss für die Gegner. Rambo Time! Ah, es ist so eine Genugtuung in solchen Spielen, irgendwann wieder zurückzukommen. Voller Elan, voller Power. So, soll ich mal zeigen, welche Power ich habe? Die Power of Steel. Yes. Hier haben wir auch so einen Schmied, ne? Aha, alles klar. Der ist jetzt wirklich überall verfügbar. Das ist schon mal gut zu wissen. Aber ich brauche dich leider nicht. Nichtsdestotrotz ist es sehr schön, dich immer wieder zu sehen. Der Schmied kann jetzt zwischen den Dimensionen hin und her reisen. So, die sind ziemlich gefährlich. Habe ich einst gesagt, die können ja gar nichts, ne? Aber dann, wenn sie einen so instant tot machen. Hier unten waren wir noch gar nicht. So, großer Hammer. Okay. Also entweder haben wir jetzt einen neuen Weg gefunden, der uns weiterführt, oder nicht. Äußerer Durchgang. Ey, krass, hier waren wir noch gar nicht. Niemals schaffe ich das. Dann muss ich mich von oben droppen lassen. Das machen wir auch gleich. Ansonsten werde ich diesen Gegenstand höchstwahrscheinlich vergessen. Oder waren wir hier unten schon mal nicht stand vor der Tür? Ich weiß es gar nicht mehr. So, wo ist das Ding? Das müsste... Oh! Das ist so ewig gestaggert. Oh Gott. Jetzt stirb doch halt endlich! Meine Güte. So, das müsste eigentlich hier sein, ne? Wenn ich mich jetzt hier droppen lasse. Drop, 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 drop. Ich werde runterfallen. Ich werde runterfallen. Ich will nicht runterfallen.
Komm. Sehr schön. So, was kriegen wir Schönes? Yes, Turmschlüssel. Alter, geil. Endlich komme ich in den Turm rein. Ich habe keine Ahnung, was ich im Turm soll, aber ist bestimmt wichtig. Aufschlag. Abschlag. Schlüssel benutzt. Das war ziemlich, ziemlich kurz. Ich vermute mal, es war der Turmschlüssel. Das ist meine sechste Nachtwache. Die Feuer am Horizont sind niedergebrannt. Ein Schweigen hat sich über alles gelegt. Vielleicht haben sich die Roger zurückgezogen. Ich hoffe, dass die Dorfbewohner bald zurück in ihre Häuser können. Ja, ich glaube wirklich, das ist jetzt nicht so relevant, was wir hier gerade machen, weil die Gegner doch relativ, relativ easy sind, ne? Aber es ist schön, dass wir wieder was Neues gefunden haben. Fügung. Eine neue Axt. Das ist frech. Geil. Es ist so krass. Ich war der Meinung, ich bin wirklich eigentlich so ein bisschen langsam durch das Level gegangen. Aber dennoch haben wir wirklich hier relativ viel noch übersehen. Ich meine, es ist ja wirklich nochmal ein großer Gang hier. Yes. Einfach aus dem Bild gehauen. So. Oh, oh. Wo kommst du auf einmal her? Was soll denn das? Okay, ist es wirklich ein Abgrund. Gut, dass ich mit meinem Sprung da drüber bin. Kampfstab. So, on hip. Ja, das sind natürlich jetzt alles Waffen, die kommen für mich höchstwahrscheinlich nicht mehr in Frage. Da hätte ich mir vielleicht auch die einen oder anderen Boss ein bisschen einfacher machen können. Hey, man. Oh, ist das geil. Es ist so schön. Zack. Einfach hingerannt. Den Kopf runtergeschlagen. So muss das sein. Und was macht er? Er ist einfach nur da. Und dann war er weg. So, wir kriegen noch einen neuen Dolch. So muss ich das spielen. Schreit er noch irgendwas? Alter, der steht wieder auf. Ist das frech. Ich hab ihn gerettet. Ich hab den Tisch zerschlagen. Ja, das ist wieder so ein Stinkegeist. Der steht halt immer wieder auf, ne? Der gibt nicht Ruhe. Und wieder einen Schlüssel benutzt. Aha. Und so schließt sich der Kreis. Alter, vor dem Moonwalk. Es fühlt sich wirklich richtig gut an. Die Wucht von den Waffen ist wirklich richtig nice. So. Das ist, glaube ich, ganz der Anfang. Jawohl. Ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen. Ne? Ich habe wirklich überhaupt keine Ahnung. Mal überlegen. Ganz am Anfang war da noch irgendwas? Da war auf jeden Fall nochmal so ein Portal mit so einem Battle-Dingsbums. Keine Ahnung. War hier noch irgendwas? Ja, das ist ja alles nicht mehr die Zitadelle. Die Zitadelle ist ja das da. Obwohl, über den Seiteneingang könnte man natürlich trotzdem reinkommen. Wir können ja mal in den ersten Bossraum zurückgehen. Oh, Ficker. Dass der überhaupt es wagt, mich anzurühren. Ah, hast du neue Sachen mir mitzuteilen? Antanas hat drei Zeichen hinter. Noch nicht alle. Ich habe immer noch nicht die Zeichen gefunden, das ist natürlich echt blöd. Durchquere die Katakomben und suche nach der Zitadelle. Wo sind die? Was sind, das hier Katakomben? Das ist noch Katakomben. Ich gehe jetzt mal in den ersten Bossraum. Oder? Nee, mache ich nicht. Ich speichere jetzt hier ab, versuche dann den Part heute mal zu retten, weil der Bosskampf dann doch relativ geil war. Und sage vielen Dank fürs Zusehen. Wir machen das nächste Mal dann wieder weiter mit Lords of the Fallen. Denn wir müssen die Zitadelle durchqueren. Über die Katakomben. Wo das ist, finden wir natürlich raus. So wie wir alles herausfinden, das nächste Mal wieder.